Okay, sie heilen ab. Bleib da. Mal aufpushen. Kann man hier eins drauf tun? Nein. Okay, natürlich ein Geschütz. Geht auch nirgends. Mist. Ich werde ihn vom Warp-Raum beschwören. Was sind eure Befehle? Ich spüre den Feind. Sie kommen näher. 6 Minuten. Ja, das ist der Weg. Ah, weil wir ein Ding haben. Gewinnen wir in 6 Minuten. Können das andere auch noch auf einnehmen. Ich lasse es jetzt mal ein... Ich lasse es jetzt mal ungeschützt. Gehen lieber hier hin. Wo ist das andere da? Die Nebel von Raum und Zeit lichten. Wir gehen einfach mal in die Basis. Eventuell werden wir angegriffen. Alles ist an sie greift Platz. Sogar automatisch an. Zeit, unseren Zug zu machen. Alles ist an seinem Platz. Es wird nun Zeit, ein Phantom. Okay. Wir gewinnen locker. Ein guter Vorschlag. Ein guter Vorschlag. Aber bei den Necron ist es üblich, dass die wieder aufwachen nach einiger Zeit. Genau, die werden so halb zerstört. Und die können wieder erweckt werden von dem Necrolord. Ja, dann ist es ein schnelles Spiel, weil die Gegner können sich jetzt unmöglich dieses Relikt dort einnehmen. Ich könnte die auch abziehen. Aber die gehen niemals darunter, um das einzunehmen oder so. Haben wir leider schon gewonnen, also ich werde dieses Volk natürlich dann weiters anzocken, also euch zeigen. Auch wenn es nicht gewählt wird, werde ich wahrscheinlich zwischendurch mal Gefechte machen oder so mit den anderen Völkern. Ja, ich kann jetzt gerade kein neues Gebäude bauen, dafür muss man hier updaten irgendwo. Genau da muss man updaten. Auf Stufe 2 Basis, Stufe 2 hochbauen. Okay, dann greifen wir halt an, wenn die nicht angreifen wollen. Wenn die nicht das strategische Ziel einnehmen wollen, dann Pech. Lasst uns so unseren Anteil beitragen. Greifen wir das mal an. Auf den Gegner. Bisschen näher bitte. Oh, es ist schon wieder ein aufgewacht. Kommt mal ein bisschen näher, dann macht ihr mehr Schaden. Auf den Gegner. Wir stimmen zu. Ah, der kann sich auch portieren. Teleportieren. Autsch. Aua. Der ist stark. Sehr stark. Was ist mit dem los? Wo ist die Runenprophetin da? Die ist natürlich Fernkämpferin. Und da kann man mal Psychblitze einsetzen. Sehr schön. Wir stehen unter feindlichem Beschuss. Da kann man noch buffen irgendwie. Und irgendwie verlieren wir, oder? Was sind eure Befehle? Wir ziehen uns mal kurz zurück. Die Runen wurden beschworen. Dies ist der beste Unbedingt einen Geschützturm bauen. Wenn wir bauen könnten. So. Das Schicksal hat mich zu euch geschickt. Und was ist das für ein Soldat? Ja. Ein Gardist. Tot. Also, da müssen wir etwas Besseres machen. Und zwar, was brauchen wir hier? Nachschubportal. Gebt mir einen Bauauftrag. 2 Minuten bis zu einem Erobern und Halten Sieg. Und wo ist der Nachschubportal? Hier, Seelenschrein. Machen wir einen Seelenschrein. Den Phantomkristall beschwören. Bauen neue Kristallsänger. Und der Tod ist tot. Sehr gut. Das Weltenschiff sinkt zu mir und ich antworte angemessen. Wie lange noch? 1 Minute 36.
und ich antworte angemessen. Ja, der ist halt noch auf der Map zu sehen, weil er noch lebt. Also noch nicht zerstört wurde, die Necron können, die leben ja nicht. Ja. Hier haben wir noch ein Ding Heilungs. Da können wir nämlich hier einen Warp-Vorteil machen. Wir nehmen Schaden. Wieso sind die so stark? Die machen fett Damage. Ist nicht gut, wenn man gegen die spielen muss, wenn wir auf Hard spielen. Da werden wir wahrscheinlich die Kampagne das erste Mal auf Normal spielen. Eventuell. Oder sogar auf Leicht, ich weiß es nicht. Also die Kampagne hat es in sich. Halt doch einfach ab. Ich weiß nicht, was der für Probleme hat. Das kann man ja auch noch nicht verbessern. Das Schicksal hat mich zu euch geschickt. Ich weiß jetzt nicht, wieso als Dawn of War nicht so beliebt war. Eventuell ist es einfach nicht so bekannt durch Werbung und Spielende. Ja, nicht so durch Werbung bekannt worden, also es wurde nicht so gewerbt. Ich finde es schade, dass die meisten Leute einfach nur auf die Werbung schauen und nicht Spiele selber mal ausprobieren oder irgendwelche Tests lesen oder so. Aber das ist eben so. Marktwirtschaft ist nur durch Werbung eigentlich sehr beliebt. Also eben nicht beliebt, aber sehr erfolgreich, sagen wir so. Und ja, aber eben das Spiel ist gut und das kann man immer noch kaufen. Es ist sehr günstig und man hat ein super Spiel für diesen Preis. Es ist von 2004, also die Grafik ist halt nicht mehr so gut, aber es ist immerhin besser als Warcraft 3 oder solche Spiele. Age of Empires 2, also 3 ist wahrscheinlich ein bisschen besser als dieses Spiel. Aber die Effekte sind cool und das werdet ihr auch sehen, wenn es mal richtig zur Sache geht. Überall fliegen Blitze, Laser, Meteoren, Bazooka-Munition, also Raketen, alles mögliche, also richtig cool. Okay, ich hoffe, es hat euch schon mal gefallen, dieser Einblick, und wir sehen uns dann bei Part 2. Tschüss und wählt unten bitte das Volk, das ihr sehen wollt. Es ist sehr wichtig. Okay, bis denn, tschüss. Hallihallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Let's Play zu Dawn of War Soulstorm, ein Warhammer 40.000 Spiel und für mich das beste Echtzeitstrategiespiel, das es gibt. Es ist sehr umfangreich und auch relativ ohne viel Schwierigkeit spielbar, gut für Anfänger gedacht und richtig gut. Es gibt 6 Völker, die kann man, glaube ich, jetzt kurz in der Kampagne anschauen. Und in der ersten Folge werde ich euch mal einfach so die Wahl geben, welches Volk ich als erstes nehmen soll. Und die zweite Folge werde ich dann mit dem Volk, das am meisten abgestimmt wurde, beginnen. Und solange ihr Bock habt, kann ich die anderen Völker dann auch spielen. Oder sie einfach im Dingspiel machen, im im Sandkasten, also wie sagt man denn, auf so ein normales Spiel, ohne Kampagne. So, ja, ist egal, was ich nehme. Das plötzliche Erscheinen eines Warpsturms am äußersten Rand des Kaurava-Systems, das die Aufmerksamkeit des Imperiums auf sich zog. Und nicht nur die des Imperiums. Nach Hunderten von Jahren unter der nachlässigen Wache der imperialen Armee landete fast jede Macht der Galaxis auf den Planeten von Kaurava. Es ging ihnen allen nur um die Herrschaft und den Sieg. 3 Parteien hatten schon lange dort gelebt.
Die imperiale Armee, die eigentlichen Herrscher, die Orkstämme von Kaurava II, die die Armee niemals erfolgreich besiegen konnte, und die Necrons, die ungestört für unzählige Jahrtausende auf Kaurava III geschlafen hatten. Wo oder wie die Chaos Space Marines herkamen, vermag niemand genau zu sagen. Waren sie mit dem Warpsturm gekommen oder hatten sie selbst den Warpsturm mitgebracht? Beide erschienen plötzlich auf Kaurava IV und innerhalb eines winzigen Augenblicks war die Hälfte der imperialen Streitkräfte erledigt, getötet oder dem Wahnsinn des Chaos erlegen. In schneller Folge kamen die anderen Völker nach Kaurava. Die Space Marines, die Supersoldaten des Imperiums, landeten auf Kaurava II und planten, das System endgültig von den lästigen Orks und den Chaos Space Marines, ihren erbitterten Feinden, zu befreien. Als nächstes erschienen die Tau, nicht weit entfernt auf einem der Monde des Planeten. Die Tau wollten ihr geordnetes Sternenreich vor den dummen Handlungen der Menschen schützen und versuchten daher, den Warpsturm einzuschließen und dabei die Grenzen ihres Territoriums auszuweiten. Auf ihrem Mond bauten sie eine gewaltige Festung und dort schmiedeten sie eine Weltraumkanone, die in der Lage war, Verwüstung im interplanetaren Ausmaß anzurichten. Unter der Wüste von Kaurava III wurden die Necrons vielleicht durch die störenden Kräfte des Warpsturms erweckt und sie sammelten langsam ihre tödlichen Legionen. Als schnelle Entgegnung flackerten lange ungenutzte Warp-Portale wieder ins Leben zurück. Und die Eldar strömten daraus hervor, bereit, ihre dunklen, den Tod austeilenden Widersacher zu bekämpfen. In der Zwischenzeit schlüpften heimlich die Dark Eldar aus den unheimlichen Tiefen des Netzes in den Schatten eines alten Warp-Portals. Sie waren wie Aasgeier, die über dem Schlachtfeld kreisten. Und als alle müde vom Kampf waren, sollte das Schlachtfeld ihre Festtafel werden. Die letzten, die kamen, waren vielleicht jene, die am meisten gefürchtet werden mussten. Die Sororitas, die heiligen Schwestern und Träger des Glaubens an den Gott Imperator. Sie waren gekommen, um das System von Korruption und Schmutz zu säubern. Ihr Glaube ließ sie fanatisch werden, ohne Angst vor dem Tod. Nichts war hier sauber. Alles musste gereinigt werden. Der Krieg ist erneut entfacht. Und nur die Siegreichen können Geschichte schreiben. Nur die Siegreichen können die Planeten von Kaurava besitzen. So, und jetzt haben wir hier die Auswahl zwischen den 9 Völkern, ja. Ja, zum Beispiel die Dark Eldar, eine Dunkelelfenrasse. Eben dem Chaos. Die Eldar, das sind so Aliens. Imperiale Armee. Necron. Die Orks. Die Adeptus Sororitas. Die Space Marines oder die Tau. Und ihr dürft wählen, was Ding. Ich weiß jetzt nicht, wie viel abstimmen werden, aber ich werde einfach so ungefähr ja eine Woche warten und dann, wer welches am meisten Stimmen hat, werde ich dann nehmen. Und wenn ein paar gleich viel Stimmen haben oder alle 0 Stimmen haben oder alle 1 Stimmen haben oder 2 Stimmen, dann werde ich persönlich auswählen, aber das wird natürlich für mich selber schwer, weil ich alle mag. Ich mag wirklich alle Völker. Sie haben alle andere Taktiken und spielen sich ganz anders. Auch wenn es eher so ein Action Echtzeitstrategiespiel ist, ist es nicht so taktikfrei, wie alle denken. Also zum Beispiel StarCraft 2, das man eigentlich gut vergleichen kann, ist da weniger taktisch und ja, weniger umfangreich, weniger Action als mögliche. Aber es ist eventuell ein bisschen schneller spielbar. Aber ja, allzu schnell soll es auch nicht sein. Also ich finde Dawn of War richtig gutes Spiel und
Ja, wie ihr seht, ich habe alle Add-ons. Also das erste Add-on war mit der Imperialen Armee. Da waren im Originalspiel 4 Armeen. Die Space Marines, die Orks, die Chaos und die Elder. Dann kam mit dem ersten Add-on kam die Imperial Armee. Mit dem zweiten Add-on kamen die Tau und die Necrons. Und mit dem letzten Add-on Soulstorm kamen die Sororitas und die Dark Eldar. Jo. Und es gibt ein Dino War 2, aber das ist dann nicht mehr so taktisch, nicht mehr so Basisbau und ja, eher auf Action ausgelegt. Das werde ich wahrscheinlich danach auch Let's Playen, aber ja, das dann blind. Ich habe es wirklich nur mal kurz das Tutorial gespielt und eine Mission vom Original. Also ich habe die Add-ons natürlich auch. Und jo, wir werden mal ein kleines Gefecht machen. Und da spiele ich am besten mal eine schnelle Rasse. Die Eldar spiele ich mal. Nehmen wir eine schöne Map. Zweier Map. Die da. Nein, wo ist sie? Da. Okay. Volk Eldar. Gut, wer... Ne, schönes... Schönere Ding. Also man kann alles noch ein bisschen anpassen. Man kann ein eigenes Volk machen. Also eben so eine Farbe bestimmen. Und das werden wir vielleicht auch mal machen, wenn wir dann mal Gefechte machen. Ich weiß nicht, wie gut ihr die Kampagne dann findet. Ob ich sie wiederholen soll. Aber wegen der Story ist es eigentlich schon gut, wenn man sie wiederholt. Werden... Nein, nicht gelb. Rot ist auch nicht so schön. Nehmen wir schwarz. Volk von den Gegnern nehmen wir... Was nehmen wir? Ja, nehmen wir die Necrons als Gegner. Die können... Nehmen wir rote Gegner. Und jetzt KI-Level. Ja, lassen wir auf einfach. Das ist jetzt nur eine Test-Ding, also einfach zum Zeigen. Und dann werden wir beginnen. Also zeige ich einfach euch mal kurz das Spiel, sonst kann ich danach mal ein Tutorial machen, um mehr zu zeigen, aber ich versuche es zu erklären. Von so aus. Ich hoffe einfach, dass es nicht zu lang wird, weil sonst muss ich ein 60-Minuten-Video hochladen oder sonst irgendwas. Und das ist nicht gut. Also, wir brauchen Generator am Anfang. Das ist das Hauptgebäude und es ist zu laut. Sorry. So. Das ist der Erbauer, der Kristallsänger bei den Eldar. Jetzt können wir zum Beispiel hier einen Gardisten machen und nochmals einen Kristallsänger. Und die Soldaten können diese Knotenpunkte einnehmen. Ich glaube, bei manchen Völkern ist es dann anders. Aber ich weiß jetzt nicht genau welche. Aber die können einnehmen, ja. Dann lasst mal einnehmen und ist fertig. Noch einen. Der geht schon mal hier hin. Und der Gegner ist wahrscheinlich hier. Startet hier. Und hier gibt es verschiedene farbige Punkte. Das sind die Reliquien, die geben... ich weiß jetzt nicht, einfach mehr an Dingpunkte. Und die Strategiepunkte geben natürlich auch mehr. Von den blauen Punkten, Anforderungspunkte. Aber machen auch, dass man im Freien, also im Gefecht, Elite-Einheiten bauen kann.
Seht, es verändert sich wie alle. Jetzt habe ich ein Warp-Portal gemacht. Das ist so eine Kaserne, wo ein bisschen die Stimme leise machen. Wo man Soldaten ausbinden kann. So. Jetzt sollte es eigentlich gehen. Ja, weil mein Herz jetzt schon richtig stark ist. Das ist alles ein bisschen laut. So, jetzt mache ich so ein, wie sagt man dem, Spähschrein drauf bei den Elder. Die haben alles andere Namen noch bei den Anfängen. Und, aha, das ist, okay, das ist nicht, aha, das ist das Portal. Ja, da habe ich es verwechselt. Das Aspektportal, das ist das Warp-Portal, okay. Ja, bei den Elder, die habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt, haben habe ich sie auch zum ersten Mal genommen. Also, ja, wieder mal als zum Zeigen genommen, damit ich auch wieder ein bisschen lerne, sie zu spielen. Hier kann man sie sogar die Truppen verstärken, also weitere Einheiten ausbilden. Was ist euer Wunsch? Und die bewegen sich natürlich immer in Gruppen, also die kann man nicht einzeln auswählen und einzeln stellen. So, wir bauen einen Spähschrein zum Kriegsschrein aus, machen den anderen und holen hier zweite Gardisten. Können hier auch noch Bonus oder Fähigkeiten auswählen. Fähigkeit, ich setze nicht so gerne Fähigkeiten ein, außer manchmal Handgranaten, zum Beispiel hier Plasmagranaten. So. Jetzt kann man hier sogar einen Runenlaser, einen Champion für die Gruppe machen. Das ja, machen wir nicht. Ja, Ranges sind cool. Die Runenprophetin müssen wir unbedingt nehmen, weil das ist die Kommandantin, die ist extrem stark. Das können wir zum Beispiel hier ein Geschütz hin tun. Das ist dann natürlich sehr stark beim Verteidigen. Alle Elder müssen dem Ruf folgen. So, hier auch Kriegsschrein. Dann ein Seelenschrein, aber wir haben zu wenig Punkte. Ihr werdet bekommen, was ihr verlangt. So. Und irgendwann kommt es dann zum Krieg. Wo ist so eine... Unser Schicksal wird uns so, wie wir es in die Hand nehmen. Und die... Ein Volk kann die automatisch beschwören, glaube ich, die Necron. Und dann kann man die wieder abziehen. Das ist so ein Vorteil, wo die haben. So. Sieht noch recht gut aus. Das schwarze Ding. Das Volk. Unsere Mission ist erfolgreich. Okay, dann gehen wir mal in die Mitte. Wir müssen unbedingt die Reliquie, das strategische Ziel-Ding. Also das ist pro Map unterschiedlich. Und... ja. Entweder 2, 3 oder 0. Je nachdem. Pro Map unterschiedlich. Banshees kenne ich jetzt nicht so. Kaida, die möchte ich mal produzieren. Unser Schicksal widerfährt uns so, wenn unsichtbare Truppen kommen, auch ein hier Geschütz. So. Man könnte hier auch ein Geschütz hin tun dann. Aber dann wird das Geschütz eventuell eingenommen. Und ungewiss. Wie kann ich helfen? Hier müsste es einnehmen. So. Also das ist jetzt erstmal die Aufbauphase. Wir könnten jetzt schon Krieg machen. Aber eventuell kommen die Gegner gar nicht nach. Die sind sicher noch nicht gut, sonst hätten sie auch Teile eingenommen. Ah, das sind diese Riesenlaser-Truppen. In der Nähe von Warp-Portalen werden geheilt. Das ist ein Warp-Portal. Da kann man Gebäude enden.
Ja, ich will jetzt nicht unbedingt überall Warp-Portale bauen. Dann greifen wir doch mal mit denen an. Wir gehen mal hier hin. So, die nehmen das ein, sehr gut. Wir müssen unbedingt hier noch ein Ding bauen. Ein Geschütz. Hier hat es schon irgendwas. Irgendwas ist hier eingeschlagen. Aber das ist nicht gut, wenn der da ist. Das ist nämlich der Champ. Also, ah, hier ist er. Hier kann man an, also die kann man dann zum Volk, zu einem dieser Ding anschließen.